Ja, als ich damals mit dem kleinen Guido zum ersten Mal Kontakt hatte, besprachen wir eigentlich von vornherein so ein bisschen das Konzept von dem Motor, wo die Reise hingehen soll. 3,8 Liter versus 3,6 Liter, wo überhaupt die Endleistung am Ende landen soll. Verschiedene Nockenwellen, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Und da kamen wir eigentlich ziemlich schnell auf den Punkt, dass wir gesagt haben, wir bauen einen Motor, der halt drehmomentstark ist, dass da die maximale Papierleistung jetzt gar nicht so wichtig oder im Vordergrund steht, sondern einen kräftigen Motor. Und das ist auch uns eigentlich ganz gut gelungen. Der Motor wurde revidiert, es ist ein 3,6er geblieben. Klimakompressor, Servopumpe, dann die Halter, also es wurde abgespeckt, wurde halt dementsprechend besser abgestimmt. Das reicht auch schon. Das Schlimmste war eigentlich den Kabelbaum, wo man erst sagt, ach klar, wir lassen das weg, das weg, das weg. Aber dann sieht man da auf dem ganzen Werkstattboden den Kabelbaum liegen und denkt, jetzt hat man die Steuergeräte abgezogen, macht vielleicht noch die Stecker ab, aber schwer ist er immer noch. Insgesamt hat es übrigens fast 30 Kilo gebracht. Ich denke mal, wenn man sich die Arbeit machen möchte, hat das mindestens 2,5 Monate gedauert, bis wirklich alle Pins wieder da waren, wo sie hin sollen. Da kann ich auch wieder nur ein ganz großes Dank aussprechen, dass ich die Schaltpläne bekommen habe und wirklich auch danach arbeiten konnte, dass wirklich alles da ist, wo es hingehört und dass man es auch auslesen kann, das Auto, dass der Diagnosestecker da ist, dass wirklich alles funktioniert. Also von der Kurbelwelle sind wir Stock, also 993, Porsche 993 Vario-Rahmen. Auch die Pleuel sind Serie geblieben. Bei den Kolben haben wir dann diskutiert, gehen wir mit dem Zylindersatz auf 3,8 Liter, bleiben wir beim 3,6er. Wir haben uns dann hinterher für einen nagelneuen 3,6er Satz entschieden, was in dieser Leistungsklasse auch gar nicht so viel bedeutet. Also ein 3,8 Liter Satz hätte jetzt in dem Moment die 150 Kubik den Kohl nicht fett gemacht. Von den Komponenten her sind wir da mit den Nockenwellen nicht zu krass unterwegs, von den ganzen Steuerzeiten, dynamische Verdichtung. Es ist noch alles im Rahmen. Dadurch, dass wir als Basisjahr einen Vario-Rahmenmotor hatten, der sowohl die Ansauglängen als auch eine Resonanzklappe noch besitzt, können wir das Drehmoment über einen sehr langen Bereich trotz der Sportnockenwellen halten. Und ja, das Gesamtkonzept ist aufgegangen. Wir haben jetzt 340 Newtonmeter im Bereich von 4000 bis 6400 Umdrehungen, was also schon mal eine Hausnummer ist. Und im Peak fast 320 PS jetzt. Und das macht einen schnellen Motor. Gerade weil das Getriebe nicht ganz kurz übersetzt ist und noch ein G5021, also ein kurzes Sechsgang ist. Kurz hört sich jetzt erstmal kurz an, ist es aber nicht. Theoretisch reicht das bis weit über 300. Und dementsprechend muss man halt, wenn die Gänge sich weit spreizen, auch gucken, dass man genug Drehmoment wieder im Ganganschluss zur Verfügung hat. Ja, beim Motor hätte ich gerne noch gemacht eine Lichtmaschine, eine leichtere, weil die war sehr schwer, muss ich sagen. Also wenn man die in der Hand hat, aber wurde mir abgeraten von, weil die Lagerung, das Lüfterrad ist ja mit dran und das soll ja auch nicht sein, dass man das nur einmal anguckt. Oh, sieht schön aus, der Motor läuft und dann war es das. Der soll ja wirklich auf Rennstrecke bewegt werden und Spaß gehabt werden. Also man will Spaß damit haben und das hoffe ich mal. Da sind wir auf einem guten Weg dahin.
Natürlich hat Guido, wie bei allen anderen Sachen auch, da versucht, an jedem Teil irgendwo Gewicht zu sparen. Von der Motorverblechung über Schrauben, alles, was keine Miete zahlt, raus. Alles, was nötig ist, darf drin bleiben und wurde dann entsprechend erleichtert. Ein Massenschwungrad ist verbaut, außen 964 RS. Mit einer gedämpften Druckplatte. Wir haben alles auf einen Riemenumtrieb umgebaut mit einem leichten Schwungrad vorne. So, bei der Abstimmung hier auf dem Prüfstand, da geht es vor allem darum, dass das Motorsteuergerät ja mit den Informationen im Speicher im Prinzip darauf ausgelegt ist, einen Serienmotor, Serienhardware zu betreiben. Und da bin ich jetzt hergegangen und habe das Steuergerät im Emulationsbetrieb live auf dem Prüfstand abgestimmt. Das heißt, wir haben verschiedene Lastmomente angefahren, verschiedene Drehzahlen. Und da guckt man dann wirklich, wie viel Zündung kann der Motor in dem Bereich ab. Je weiter ich mit der Zündung nach vorne gehe, mit den Zündwinkeln, desto mehr Leistung generiere ich bis zu einem gewissen Punkt. Und den Punkt sollte man kennen, wenn man so ein Fahrzeug abstimmt. Dazu kommt es natürlich noch darauf an, dass unter Volllast bei voller Leistung auch das Gemisch, Luft-Benzin-Gemisch stimmt, der Lambda-Wert, dass der möglichst konstant und nicht zu mager, nicht zu fett durchläuft. Und das haben wir hier auf dem Prüfstand jetzt gemacht. Das Ergebnis sind 319 PS und 360 Newtonmeter bei einem richtig breiten Drehzahlmotor.